Hallöchen Leute, herzlich willkommen zurück zu Kingdoms Reborn. Hier mit mir ist Select 3, 5 und 6. Beim letzten Mal haben wir uns an Stahlproduktion gemacht, genau. Und das Ganze nur, weil wir Öl machen wollen für Strom. So, jetzt muss ich ganz kurz trotzdem nochmal schauen. So tolle Dinge wir denn haben. Ja, die Musik anfängt fröhlich zu sein. Ich habe mir ein Video angeschaut. Wow, krass. Bei dem es halt hauptsächlich darum ging, so meine Top 10 Tipps für how to besser machen dein Dorf. Nur im korrekten Englisch. Und nichts davon hat mir auch in irgendeiner Art und Weise weitergeholfen. Außer eventuell Hauling Services an den Feldern zu machen. Oh. Ja. Das war halt. Die auf Holz stellen. Ranches benutzen statt Fishing Lodges. Aber das Video ist auch schon älter gewesen. Also. Die Märkte benutzen. Ah, hier die. Ich erkenne. Doch. Na, die hier. Und Iron Tools kaufen statt Stone. Sein Argument dafür war sehr schwach. Ich mache den mal ein bisschen weiter jetzt. Er meinte, Stone Tools kosten ungefähr. Als kosten sie nur noch das Doppelte. Also Iron Tools kosten das Doppelte von Stone Tools. Damals haben sie das Dreifache gekostet und haben nur dreifach so lange gehalten. Also in der Theorie hat es keinen Unterschied gemacht, ob man jetzt Stone Tools gekauft hat oder halt Iron Tools. Weil sie ja im Endeffekt dasselbe gemacht haben. Ist aber, ne, jetzt wo es halt ist, kostet nur doppelt so viel, aber die Iron Tools halten trotzdem, glaube ich, immer noch dreifach so lang. Jetzt macht's Sinn. Also jetzt macht's noch weniger Sinn, sagen wir so. Also die Stone Tour zu holen. Damn. Nice. Ist noch reich. So, unsere Conscripts. Die Archer sollten wir als nächstes loswerden, genauso wie die Katapulte. So, kurz am Überlegen und schauen. Es tut mir leid, mein Gehirn arbeitet gerade ein bisschen langsamer als sonst. Weil. Ich hab Shift gedrückt, geil. Ich habe heute schon viel aufgenommen und alles. Das macht mein Hirn gerade ein bisschen zum Musch. Bin ich early? Da bin ich early. Aber der Rico hat mir auch tolle Sachen geschickt. Zum Beispiel, ich soll doch schon, dass ich mit Tunneln eventuelle Wege verkürze, und ich sehe ja zum Beispiel auch schon direkt ein. So zum Beispiel direkt mal. Müssen die halt nicht außen rum latschen die ganze Zeit. Und etwaige andere Wege. Vielleicht. Ich sehe so jetzt gerade halt nichts so krasses. Ich glaube, er meint es auch eher im Allgemeinen. Also ich denke mal, dass man hier vielleicht auch einen Tunnel noch durchsetzen kann, wenn man will. Sieht ein bisschen komisch aus hier, aber. Ne, in der Theorie kann man das halt machen.
Unusable Land, okay. Gehen dann halt trotzdem durch. Ansonsten sehe ich hier halt so gerade nichts hier. Hier ist kein Weg. Das ist frech. Bei solchen Sachen könnte man halt aber... Was? Ach so. Dann Drama draus machen. Statt das einmal direkt wegzumachen. Naja, dann müssen sie halt auch nicht hier mal so draußen rum sein können. Direkt da so hin und was weiß ich. Ja, hier macht das jetzt keinen großen Unterschied. Hier könnte man sich überlegen. Andererseits ist hier hinten halt nicht wirklich viel. Ja. Hier, das wäre eventuell eine Überlegung wert. Dass man von hier da so durchgeht. Hier so, nee, das ist irrelevant, das lohnt sich hier nicht. Ja, na gut. Aber trotzdem schon mal ein gutes Stück vorwärts gebracht. So, baut ihr? Seid ihr fleißig? Geht so. Könnte mehr sein. Nichtsdestotrotz wollen wir halt trotzdem noch weitermachen. Na, so ist ja nicht. Halt vom Sickness, das ist ärgerlich. Ja, wir haben hier zum Beispiel noch das da. Hier können wir dann wieder was anpflanzen, was Wichtiges. Wo ist unsere Paper Mill? Homeless? Goddammit. Erstmal wieder erweitern. Stimmt, die Nahrung. Die müssen wir jetzt definitiv auch wieder nach vorne bringen. Wo ich das vergesse. So, machen wir mal die Road to Victory. Vielleicht auch eine Überlegung wert, das Ganze mal zu Stein zu upgraden. Control B, 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 B. So. Mal wieder ein bisschen mehr Platz. So. Und zwar wollen wir unter anderem
sieht das denn aus? Hier waren wir mal da unten beim Charcoal, ne? Ja. Okay. Was Nahrung müssen wir wieder pumpen. Maschungen gehen halt hart drauf und Dings auch, okay. Wir müssen mal wieder so einen coolen Ort finden, um halt mal ordentlich Gas zu geben. Machen wir hier. Weil warum nicht? Mushroom Farm. Ein bisschen weniger, das ist okay. Aus Tufas auch in Ordnung. Und die Straße hier hin müssen wir auf jeden Fall aus Dorn machen. Ist ein bisschen teuer werden, aber ist in Ordnung. So, wie sieht das von so einem Weizen aus? Mit so einem Mehl. Gerade so drüber, Weizen. Weizen selbst könnten wir halt langsam mal verballern für auch. Schiff. So, euch wollte ich loswerden. Weil ich geschaut habe, ob wir da schon was Besseres haben. Machine Gun. Das ist nicht mal das Krasseste, was wir kriegen können, ne? Ja. Battleship ist fast fertig. Aber hier was World Trade Center und dann nur noch. Okay, gut. Dann machen wir das da mal. 400. Ist natürlich teuer. Ein zu viel. 200. Na gut. 207. So. Fällt mir zusätzlich noch ein. Sind sie denn? Da sind sie. Hust, hust, es tut mir leid. So, genau, Bakeries.
Wie gesagt, wir brauchen so ein bisschen mehr Food machen. Heißt, wir machen einfach mal. Okay. Das wird richtig hässlich aussehen, aber oh, keine Sorge. Ich würde sagen, das muss so, aber muss es halt nicht. Inaccessible ist mir bekannt und bewusst und kümmere ich mich drum. So, und so. Ausdruckfarbe ist mir ebenfalls bewusst. Und kümmere ich mich auch drum. So. Manu. Areas too large, Maximum 500? Ja. Oder wär's denn? So. Und so. Krieg ich Öl? Diesen. Bruh. Macht aber mal fertig, ja. Okay, Food geht jetzt wieder hoch. Wir sind in die Kosten gerade. 5% ist akzeptabel. Hier nochmal ein Howling hin. Hat Rico auch gesagt gehabt, das sollte man vielleicht auch mal in Erwägung ziehen. So, wo war jetzt das andere? Hier. So, jetzt bin ich gerade Province Specialty. Das da. Ja. Und hier auch noch eine Windmill. Granary. Haus zu Fahrt, das ist gelogen. So. Wird jetzt wieder nicht so schön aussehen.
Ja, wobei es geht. Ich habe Schlimmeres gesehen in meinem Leben. Wie zum Beispiel mein Leben. Gar nicht. Die werden wir definitiv nicht so viel brauchen von, aber lieber haben als brauchen. Kontrollbe, 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 Kontrollbe. So. Ich denke nicht. Wir sind auch noch auf dem gleichen, okay. So, Mushrooms steigen jetzt mehr oder weniger. Fisch auch. Output Inventory voll. Nee. Bowling Service. Kommt Öl rein oder eher nicht so? Noch nicht so, okay. Sechs Machine Guns, das waren alle, ne? Ja. Nur noch Katapulte, die mal weg können. Zwölf, god damn. Oder machen wir halt nicht mal ansatzweise genug hierfür. Oh, Pupsi. Könnte mal ein paar Motivation Cards kaufen. Die für unsere Ölboys hier jetzt. Jetzt hat man einen Market hier oben tun. Wenn ich es irgendwie hinkriege. So. Okay, dann haben wir jetzt das Dye. Wir haben kein Cocoa. Was haben wir denn hier? So viel Schönes. Da. Kommen wir da hin? Nö, ärgerlich. Ärgerlich. Wir könnten das halt hier hinsetzen. Und hier auch wieder lecker Windmill und Granary. Kontrollbö machen. So, so, so. Oh, Concrete hatte gerade keinen. Klar, kein Stein. Macht Sinn, dass da nichts passiert ist.
Aber ihr arbeitet noch, oder? Ja, langsam, ja. Okay. Lasst euch nicht stressen, Jungs. Was will ich denn jetzt machen? Erstmal Control F. Ah, ne, hier hinten wollte ich ja wieder. Medizinalherbst könnten wir mal wieder gebrauchen. Wo ich mir hier so ein. Na, hier. Eine dicke Federwirtschaft hier. Medizinalherbst. Mal wieder ein bisschen Stone wieder reinholen. Einfach weil die jetzt halt ein bisschen was verbrauchen. Und weil ich ein bisschen was verbraucht habe. Wir bekommen sehr viel Goldohr rein. Mehr als mir lieb ist eigentlich. Können wir ruhig mal 1000 machen. Okidoki, Sir. Da ist das Öl. Was? Wo sind denn die 20 Öl auf einmal hingegangen? Hä? Ich? Warum macht der. Ich hab gesagt Stein. Nein. Danke. Okay. Wir können ja noch einen Tunnel durchziehen, weil ich da jetzt gleich. Das Ding hinsetzen werde.